Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Freut mich riesig, dass du wieder dabei bist. Und es freut mich riesig, dass wir schon wieder was zu feiern haben, denn wir sind jetzt bei 2000 Abonnementen. Wenn du wissen willst, was dich in diesem 2000 Abo-Special erwartet, dann bleib dran. Ja, 2000 Abonnenten. Wow, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch und an jeden Kommentar von euch. Denn jeder Kommentar hilft weiter, auch wenn nicht jeder Kommentar immer unbedingt fair ist. Ja, worauf will ich hinaus? Stinger Archery Germany. So wurde ich jetzt von dem einen oder anderen in den Kommentaren betitelt, weil ich ja so viel Stinger-Content momentan mache. Ja, das ist richtig. Ich mache momentan sehr viel Stinger-Content und auch in diesem Video wird es Stinger-Content geben. Sorry. Grund? Das Wetter. Ich kann bei so einem matschigen Wetter nicht in die Kiesgrube gehen. Da sinke ich bis zu den Knien ein und kann auch nichts filmen für euch. Eine Excalibur werde ich hier nicht schießen. 15 Meter. Das macht keinen Sinn. Dementsprechend sind wir noch ein bisschen an die Stinger gebunden. Aber das ist auch nicht schlimm, weil die Stinger ist einfach meine Lieblingsarmbrust. Und ich glaube, das merkt man auch. Da ist die meiste Begeisterung da. Und ich glaube, das wirkt sich auch gut auf den Content aus. Außerdem gibt es ja auch super viele Leute von euch, die sich wirklich ausschließlich Stinger-Content wünschen. Da seid ihr hier aber falsch, weil früher oder später wird es auch anderen Content geben. Aber Stinger-Content bleibt natürlich mit dabei. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Wollt ihr mehr oder doch lieber weniger Stinger-Content? Und habt bitte im Hinterkopf, früher oder später gehen wir wieder auf die Range. Früher oder später ist das Wetter gut. Und dann wird es nämlich in einem halben Jahr heißen, Modern Archery Germany ist pro EK Archery und nicht mehr Steamboat. Bei den ganzen größeren Sachen schieße ich halt sehr, sehr viel EK Archery. R9, RX, Adder, Siege, Whipshot, ne? Da. Und natürlich die Excalibur. Gut, die ist jetzt nicht EK Archery, aber ja. Also Leute, nein, ich bin nicht von Steamboat gekauft und auch nicht von Steamboat bezahlt. Aber die Stinger ist momentan meine absolute Lieblingsarmbrust. Und das wird halt wahrscheinlich auch erstmal so bleiben, weil ich halt einfach kein großes Grundstück habe. Wenn ich hier jeden Tag auf 50 Meter schießen könnte, dann wäre die RX vermutlich meine Lieblingsarmbrust. Oder vielleicht sogar die Excalibur. Aber ist nun mal nicht so. Dementsprechend maximal 15 Meter im Keller. Stinger. So, und kommen wir auch schon direkt zum ersten Stinger-Thema. Denn viele von euch haben sich gefragt, ob ich wirklich immer das 40-Schuss-Magazin unten dran gesetzt habe. Nein, habe ich nicht. Deswegen, ich wollte euch einfach mal ein Update geben, wie meine Stinger Tactical mittlerweile aussieht. Also, wie ihr seht, sie hat wieder einen Klappschaft dran. Warum? Ich finde ihn zwar nicht so schön, nicht so ergonomisch und er hat halt auch dieses Spiel, aber dieses Spiel kann man ausschließen, wenn man diesen Rechts-Links-Stabilisierungstrick anwendet. Dementsprechend bin ich absolut zufrieden gerade mit dem Klappschaft, was das Spiel angeht. Optik bin ich noch immer nicht ganz zufrieden, aber wer weiß, vielleicht kommt da bald was. Ansonsten habe ich hier meinen aktuellen Lieblingsschaft drauf und der kann dieses Mal auch verlinkt werden. Endlich gibt es ihn nämlich bei einem deutschen Händler und ihr müsst nicht mehr über irgendwelche komischen Wege in Übersee bestellen und irgendwie hoffen, dass nach 3, 4, 5 oder 6 Monaten euer Ding durch den Zoll geht. Das ist jetzt ganz einfach bestellbar bei crossbowtuning.com und mit meinem Gutscheincode MAG5 spart ihr natürlich auch hier 5 Euro auf den Einkauf. Und unterstützt meinen Kanal, denn ich bekomme dann eine kleine Umsatzbeteiligung. So, das ist schon mal der hintere Teil. Was hat sich sonst geändert? Naja, ich habe hier den Rail Riser weggenommen. Ich habe jetzt das Red Dot einen Ticken tiefer. Dadurch macht es mir das sehr, sehr viel einfacher, sehr viel besser zu treffen, weil ich jetzt wirklich eine wunderbare Auflage hier habe und das Auge eine Linie bildet mit dem Red Dot. Das ist ziemlich geil. Das Red Dot wird euch natürlich auch verlinkt, das gibt es auf Amazon, ist das Fayashi V30, meine ich. Ich hoffe, es ist wieder zu haben, weil es ist meiner Meinung nach noch immer das coolste Red Dot für die Tactical. Weil es einfach optisch geil aussieht und diese automatische Abschaltung hat, das sind einfach coole Punkte. Und noch ein wichtiger Pluspunkt, hier das mit dem Verstellen, man kennt's. Dann braucht man hier immer so einen Schraubenzieher und so.
oder halt eine 1-Cent-Münze, um da reinzukommen. Das ist hier richtig clever gelöst, weil dieser Schlitz ist bereits im Deckel drin. Wir können also mit dem Deckel verstellen und das ist ziemlich cool. Das gefällt mir echt gut. Und ja, also die Optik. Die Optik macht einfach bei einer Optik viel aus. Ne? Auch allein dieses Gitter vorne. Ich finde es einfach cool und weiterhin ist das mein Red Dot der Wahl hier auf meiner Tactical. Ansonsten, wie ihr seht, die Rail unten ist mittlerweile relativ leer. Ich habe jetzt hier nicht mehr das 40-Schuss-Köcher-Setup dran. Das war einfach auf Dauer ziemlich schwer und auch einfach unpraktikabel. Und ich habe noch was Besseres gefunden, aber dazu kommen wir gleich. Ansonsten habe ich weiterhin hier oben zwei Speedloader. Allerdings habe ich die jetzt nicht mehr einschneiden müssen, weil hier sind jetzt keine Manufakturpfeile mehr drin. Hier sind jetzt andere Pfeile drin. Und die muss ich euch einfach zeigen. Ich finde sie absolut geil. Die sind richtig, richtig schön. Es sind halt 3K-Carbon-Pfeile. Also, ja, wie man das so bei den Großen auch kennt. Also ich habe hier einen Pfeil für meine Excalibur. Ne, und die sind genauso. Also das auch immer mit diesem 3K-Carbon. Sieht halt absolut geil aus. Ist nicht unbedingt präziser. Aber das Auge ist mit, beziehungsweise schießt mit. Und diese Pfeile wiegen genau 10,5 Gramm. Das macht sie natürlich 90er Bogen geeignet. Und ja, wir haben hier den 90er Bogen dran. Ja. Das ist also eine echt coole Sache für den 90er Bogen, diese Pfeile. Ich habe hier einen Bodkin Speedloader voll. Und ich habe außerdem einen bösen Bodkin Speedloader voll auf der anderen Seite. Hier unten ist weiterhin immer noch das Zweibein für 10 Euro von Amazon. Ist einfach genial. Es ist schön leicht, es ist schön robust, es hat ein Zweibein, wenn man es abstellen möchte. Und hier ist noch eine zusätzliche Picatinny-Schiene dran, die wir natürlich auch nutzen. Man könnte jetzt meinen, das ist ein Speedloader, aber ist es nicht. Das ist das neue Steamboat-Messer, das K1. Darauf habe ich ewig gewartet. Und ich bin absolut happy, dass es hier ist und es hat alle meine Erwartungen übertroffen. Also es gefällt mir echt richtig gut. Das ist einfach eine tolle Sache. Also ich bin halt eh so ein Mensch, ihr kennt es von den ganzen Videos, ich habe in der Regel immer einen Neckknife bei mir. Und das nutze ich auch wirklich. Bei allen möglichen alltäglichen Arbeiten habe ich eigentlich immer einen Messergriff bereit und das hilft mir regelmäßig aus. Und ja, im Bogensport ist es natürlich auch sehr sinnvoll, ein Messer zu haben. Im Notfall kann man damit halt einfach auch eine Sehne trennen. Aber Hauptaugenmerk liegt bei mir jetzt eher einfach auf der Optik. Und ja, also dieses Messer ist geil. Es fühlt sich einfach richtig gut an. Ich hatte ja schon mal was dazu gesagt in dem Review zum Koffer. Dementsprechend gehen wir jetzt auch nicht so großartig auf das Messer ein. Nicht, dass ich mir wieder anhören darf, wir sind hier ein Werbekanal. Ich find's cool, wenn ihr es zu teuer findet. Kann ich es verstehen, weil ich finde es auch sehr toll. Aber ich finde es geil. Und es ist halt direkt griffbereit. Und ja, ich habe es halt hier dran. Nicht hier dran, oben. Könnte man natürlich auch. Aber das finde ich ein bisschen problematisch, wenn man ein Messer mit der Schneide nach unten zieht und da nur wenige Zentimeter zur Sehne sind. Das ist mir halt einfach ein bisschen zu heikel. Deswegen habe ich es da unten. Und ja, hier komme ich ja auch schnell dran. Ne? Also das ist eine coole Sache. Und ja, ich war anfangs echt ein bisschen skeptisch für den hohen Preis, aber also dieses Stonewashed Finish, ich find's ultra geil. Aber nein, wir sind kein Werbekanal. Nein, ich werde hier auch nicht für bezahlt. Es ist die pure Begeisterung, die aus mir spricht. So, ich würde sagen, das war's. Fast, genau. Eine Sache fehlt noch. Und zwar habe ich hier Sehnendämpfer jetzt auf dem 90er Bogen. Das ist eine coole Sache an sich. Aber es frisst auch wirklich Leistung. Also ich habe das jetzt mal gemessen. Der 90er Bogen mit Dämpfern hat dann nur noch so viel FPS wie der 80er Bogen ohne Dämpfer. Aber ich finde, das macht trotzdem Sinn, weil der 90er Bogen ist meiner Meinung nach, es sind einfach Erfahrungswerte, ich kann es jetzt nicht belegen, hier ist auch kein Schussbild oder sonst was, ist der 90er Bogen meiner Erfahrung nach ein Ticken präziser als der 80er. Und wenn der 90er dann jetzt durch diese Sehnendämpfer ein bisschen an Leistung verliert, aber immer noch präziser ist, ist das für mich the way to go.
Und ja, bei 10,5 Gramm Pfeilen ist natürlich so, das ist halt die magische Grenze. Ab jetzt kann man sie schießen, aber ich fühle mich da einfach sicherer, wenn ich sicher sein kann, dass die Vibration auch trotzdem aufgefangen wird. Ne? Soweit zu diesem Umbau. So sieht er aktuell aus, ist absolut nice zu führen, ist nicht mehr so schwer durch die ganzen Pfeile unten dran, weil ist ja klar, ne? 40 Pfeile, jeder wiegt mal mindestens 10,5 Gramm, ja, Post-Mahlzeit, das ist viel, mal eben so ein halbes Kilo Pfeile, was man da hier mit sich rumschleppt und die Speedloader und Köcher sind nicht mit eingerechnet, ne? Und die Schrauben, also ja, absoluter Gewichtsvorteil zum vorherigen Setup und optisch, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, vielleicht ist es auch für euch komplett irrelevant, aber ich bin tatsächlich seit meiner Kindheit ein großer Fan der Assassin's Creed Spieleserie und ja, das ist natürlich genau dieses Farbsetup. Weiß, schwarz, rot und ja, ich finde es richtig cool, gefällt mir absolut gut, aber ist ja auch das, was ich mir so zusammengebaut habe. Wäre schlecht, wenn es mir nicht gefällt, oder? Eine Frage, die immer wieder aufkam, möchte ich hier noch schnell beantworten. Und zwar die Frage nach der Sling. Ich sehe immer wieder, dass Leute eine One-Point-Sling sich bestellen und sagen, geile Sache, ich habe jetzt eine One-Point-Sling. Meine Meinung dazu ist wie folgt. Die One-Point-Sling ist ein Angriff auf deine Männlichkeit. Warum? Na, hängen sie dir doch mal ran und jetzt lauf doch einfach mal ein paar Meter. Das hier wird sich nicht allzu toll in deinen Weichteilen anführen, oder? Auch nicht schlecht, einfach mal fallen lassen und das Ding schwingt einem direkt in die Klötenaua. Besser nicht. Deswegen, meine Herangehensweise bei der Stinger ist folgende. Two-Point Sling. Diese Sling ist von Amazon und die verlinke ich euch natürlich auch. Ihr bekommt dann noch so ein Paracord-Verlängerungsstück dran. Das könnt ihr hier dann mit dem Schnelllöser dran oder abmachen. Ich habe es jetzt hier abgemacht, dann passt es für mich besser. Ihr könnt es natürlich trotzdem noch weiterhin in der Länge verstellen. Außerdem habt ihr hier so einen kleinen Bungee-Part. Ne? Also das ist ja ist ein Gummiband, das kann nachgeben. Ihr habt ein bisschen Bounce-Effekt also. So, und wie machen wir das dran? An diesem Schaft hier haben wir hier so Löcher für die Sling-Aufnahmen. Da gibt es so standardisierte Adapter. Die sehen so aus. Die klickt man jetzt hier einfach da rein. Ich klicke mir das hier außen rein. Dann habe ich gleich die Sling nicht im Weg. So, das ist Montagepunkt 1. Montagepunkt 2 habe ich hier gelöst, einfach mit einem kleinen Schlüsselring. Der ist auch noch schwarz eloxiert. Woher ich den habe, dazu kommen wir gleich. Hier hängen wir jetzt den zweiten Punkt der Sling ein. Und jetzt kann man die Sling einfach so um den Hals legen. Und, Moment, ich gehe mal hier gerade drauf, dann könnt ihr mich besser sehen. So, und jetzt hängt die halt wirklich hier runter. Ne? Der Wurfarm geht hier an der Hüfte vorbei und ich habe die Hände frei. Ne? Das ist eine gute Sache. Jetzt kann ich Pfeile einsammeln, jetzt kann ich die Pfeile kontrollieren, kann mir meine Speedloader vorbereiten und dann kann ich einfach, zack, die Speedloader nutzen, laden. Ah, ich schieß doch nicht. Ah, ich schieß doch. Geht auch. Ne? Also das ist, finde ich, eine coole Sache. Man hat schnell die Hände frei. Man hat die Weichteile geschützt. Und riskiert nicht die Zukunft der Nachkömmlinge. Und ja, kann schnell feuern und schnell wieder zurück. Also das, finde ich, persönlich, ist eine sehr gute Lösung für die Sling-Problematik. Na? So, und jetzt kommen wir zu noch einem richtig coolen Ding, was ich euch zeigen wollte für die Stinger, aber allgemein auch für alle anderen 6,5er, also auch für die Vlad und natürlich auch für den Alligator. Ne? Auf die Alligator-Thematik gehe ich gleich noch ein bisschen ein, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem geilen Ding, was ich da gefunden habe. Und zwar habe ich das hier gefunden. Das Ganze nennt sich Pack of Two. Ich dachte, damit ist gemeint, man kriegt ja diesen taktischen Gürtel hier und dieses Pouch. Aber tatsächlich bekommt man das Ganze zweimal. Also zwei Gürtel und zwei Taschen. Und das für 23,99 Euro. Das ist Wahnsinn. So, aber jetzt, was ist denn diese Tasche überhaupt?
Ja, wie man vielleicht schon sieht, ich benutze sie als Köcher für die 6,5er. Na, hier hat man so ein kleines Röhrchen, Täschchen, sage ich mal. Hier habe ich einfach mal nur 3 Jagdpfeile drin. Weil ich glaube, wenn man jemals einen Jagdpfeil brauchen sollte, warum auch immer, dann braucht man maximal 3 Stück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man davon haufenweise Stück braucht. Hier haben wir einen Speedloader. Und hier habe ich wieder diese fiesen Extra-Botkins drin. So. Aber das war's noch nicht. Gucken mal weiter, was es sonst noch so gibt. Hier gibt es jetzt eine Tasche hier. Und die habe ich voll mit Übungspfeilen. Also das sind die Übungsspitzen. Einfach, dass ich hier ja, haufenweise Übungsspitzen drin habe. Und jetzt geht es noch besser. Das ist noch ein hinteres Fach. Auch das machen wir auf. Und auch hier lächeln uns haufenweise Pfeile an. Hier habe ich jetzt die Standard-Botkins drin. Ja, und auf der Rückseite habt ihr jetzt hier so eine Molleaufnahme, wo ihr auch den Gürtel durchführen könnt. Und wenn ihr jetzt diese Mollestreifen hinter diesen Mollestreifen einfädelt, dann hat dieser Gürtel auch kein Spiel mehr. Also dann bleibt das an Ort und Stelle. Und das ist jetzt richtig genial. Weil schaut mal, was jetzt passiert. Ich ziehe jetzt diesen Gürtel nicht als Gürtel an, sondern einfach als ja, Gürtel darüber. Und jetzt habe ich hier einen Pouch mit haufenweise Pfeilen. Und da kann ich immer weiter und richtig schnell nachladen, wenn mir nichts runterfällt. 3, 4, es ist noch einer von eben drin, ne? Nicht wundern. Ja, das ist echt genial. Man hat halt einfach wirklich jetzt haufenweise Munition am Start, direkt am Mann, ohne sich das irgendwie in die Hosentaschen zu stecken. Das war nämlich sonst immer mein Herangehen. Nur früher oder später durchlöchert ihr dann natürlich die Taschen eurer Hosen. Ne? Ja, das ist dann nicht ganz so optimal. Das Ding ist da schon um einiges besser. Vor allem, es ist halt wirklich 23 Euro für 2 Stück. Ihr habt da so echt was davon. Man muss natürlich sagen, es ist nicht ganz perfekt, weil es nicht dafür gemacht wurde. Wir haben hier einen Nachteil, und zwar die Spitzen schlagen durch unten, so vereinzelt, bei den Botkins. Bei den Übungsspitzen jetzt nicht. Bei den Jagdpfeilen kann ich euch sagen, wenn ihr die zu tief reinschiebt, dann kommen die unten wieder raus. Aufpassen. Und bei den fiesen neuen Botkins ist das halt auch so. Ne? Also es ist nicht ganz dafür gemacht, es funktioniert aber sehr gut. Ihr solltet halt nur keine Rasierklinge einladen. Dann passt's. In diesem khaki-farbenen Modell habe ich hier übrigens auch wieder ein paar Botkins von Steambo, die Vollcarbon-Botkins. Kleiner Preview zum Pfeiltest. Und ansonsten hier meine ganzen Übungsspitzen. Ja? Und hier hinten meine ganzen Botkins. Also wieder haufenweise Pfeile. Das hier ist jetzt halt wirklich dann nur für den 55er Bogen geeignet und nicht für den 90er. Das ist klar, das sind die alten Alu-Pfeile. Aber ja, das sind halt über 50 Pfeile, die hier auf engstem Raum sind und super schnell immer reingeladen werden können. Ich finde es absolut geil, ne? Weil ich war echt händeringend am Suchen nach einem Köcher und habe jetzt dieses Ding gefunden. Also ich muss natürlich sagen, ich habe das nicht alleine entdeckt, sondern ich habe das auf Facebook Gogun-Gruppe gesehen und dachte mir, ich muss es einfach mal ausprobieren. Und ja, da ich so begeistert bin, musste ich sofort das mit ins neue Video nehmen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, also für den Preis 2 Stück, das ist schon Wahnsinn. Ach ja, und noch was. Ihr kriegt mit dabei noch hier diese Schlaufe. An dieser Schlaufe ist ein kleiner Karabiner und auch dieser schwarze Ring. Daher kommt der schwarze Ring. Dieser Karabiner hier, den könntet ihr auch als Sling-Ersatz nehmen. Ist jetzt bei einer Tactical nicht ganz so einfach. Gerade weil sie ja den Schaft hat. Da ich hier einen Klappschaft habe, geht das sehr gut. Jetzt hänge ich hier diesen Ring in den Karabiner ein. Und dann kannst du deine Slinger, wenn sie denn einen Klappschaft hat, ganz entspannt hier am Hosenbund tragen. Ja? Das ist auch echt eine coole Sache. Und die ist dann auch relativ schnell wieder am Start. Ja? Noch genialer ist das natürlich mit der Compact. Die wiegt halt einfach so gut wie nichts. Kann einfach ganz leicht eingehängt werden. Da ist auch kein Schaft, den man wegklappen muss oder so. Einfach wunderbar. So. Ich habe jetzt hier
zwei Schlüsselringe dran gehängt. Das macht das einfach ein bisschen einfacher, dass der nicht so direkt da dran liegt und dann auch nicht irgendwie diese Rändelschraube blockiert. Also ich würde euch empfehlen, da zwei Schlüsselringe einzuhängen. Einen kleineren, einen größeren. Wenn ihr nur einen habt oder nur einen jetzt gerade findet auf die Schnelle, dann geht es auch mit einem. Habe ich ja bei der Tactical auch so gemacht. Na, aber auch hier wieder kein Vergleich zur One-Point Sling. Ja, es kommt in die Region, aber es gefährdet nicht unsere Weichteile in dem Maße, wie es eine One-Point Sling tun würde. Ansonsten hat sich übrigens an dem Setup hier gar nichts mehr verändert. Ich habe hier immer noch die Folie drauf, die aber langsam leider abgeht an manchen Stellen, muss ich sagen. Ist nichts auf Dauer. Und eine Sache habe ich aber noch ergänzt, nämlich auch das Messer. Das habe ich auch hier wie angekündigt. Ich brauche es einfach zweimal. Ne? Eigentlich brauche ich es dreimal, weil jetzt habe ich noch immer es nicht an der Survival dran. Aber ja, ist einfach eine coole Handauflage. Und natürlich auch hier, falls irgendwas an der Sehne ist, an der Mittelwicklung, kann ich hier kleine Notoperationen mit vornehmen und im allergrößten Notfall auch eine Sehne damit durchtrennen. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Pfeiltest. Das ist übrigens einer der Teilnehmer, Jag Archery. Die machen gar nicht mal so schlechte Pfeile, muss man sagen. Also der Pfeiltest. Das ist echt ein Riesending. Ein riesengroßes Ding, muss man echt sagen. Ich habe Pfeile von 7 verschiedenen Herstellern. Eigentlich sind es sogar noch mehr, aber ich habe es einfach mal auf 7 Hersteller zusammengefasst. Und ich zeige euch das mal gerade. So, hier haben wir einmal die günstigen von Amazon, dann Jag Archery. Hier haben wir die Gogun-Pfeile. Steambo, das nimmt alles als ein Teilnehmer teil. Dann haben wir S&K, von denen übrigens auch diese coolen 3K-Pfeile sind. Und dann haben wir die Pfeile von Crossbow Tuning im Test. Und außerdem haben wir natürlich auch die Manufakturpfeile von Thorsten Bahle hier. So, und wer jetzt denkt, dass ich mir wirklich die Mühe mache, 7 verschiedene Hersteller zu testen, in verschiedenen Kategorien, um dann am Ende Steambo gewinnen zu lassen. Hä? Denkt ihr, ich habe nichts zu tun sonst? Also, das wird natürlich ein fairer Pfeiltest. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Steambo wird nicht jede Kategorie gewinnen. Das ist allein theoretisch schon gar nicht möglich. Ne, aber gut. Freut euch auf den Pfeiltest. Der wird zwar noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber richtig, richtig umfangreich sein. Schreibt mir gerne noch zusätzliche Kategorien, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe, mit in die Kommentare. Schreibt mir wirklich mal ganz schnell jetzt in die Kommentare, was ihr alles im Pfeiltest sehen wollt und worauf es euch da ankommt. Der ein oder andere fragt sich sicherlich, wie es jetzt mit der Vlad weitergeht. Keine Ahnung. Leider keine Ahnung. Ich würde natürlich gerne jetzt den zweiten Teil machen und nochmal überprüfen, ob ich wirklich ein Montagsmodell habe. Der Jörg Sprave wollte mir ja sein Modell schicken, aber bis jetzt ist daraus noch nichts geworden. In der Zwischenzeit kam aber auch ein Video mit der Vanessa Blank. Ich nehme an, er brauchte das Ding einfach noch für dieses Video. Ich warte natürlich hier auf sein Modell und sobald es hier ist, wird es dann auch einen Teil 2 geben. Und dann sehen wir uns nochmal die Spannbarkeit des 90er Bogens an. Es muss ja ein Montagsmodell sein, das kann ja nicht sein. Dass ich 150 so und bei der Vlad die 90 auf Biegen und Brechen nicht hinkriege. Der ist wirklich ein mechanischer Defekt und deswegen, ich freue mich wirklich auf dein Modell, Jörg, weil bei dir weiß ich, es funktioniert definitiv. Und ja, ich möchte das Bild von der Vlad in meinem Kopf auch einfach gerade rücken, weil ich glaube, durch dieses Montagsmodell ist das ein bisschen verschoben. Ne? Bitte dran denken, kommt ja auch dir zugute und deiner Vlad. Wäre doch eine ganz tolle Sache.